In diesem Video zeige ich dir, wie du einen wirklich leckeren Streuselkuchen selber machen kannst. Das Rezept ist wirklich einfach und alle Mengenangaben sowie eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du unten in der Infobox. Zuerst kümmern wir uns einmal um den Grundteig des Streuselkuchens. Dafür geben wir das Mehl mit dem Zucker, Vanillezucker, Backpulver, einer Prise Salz, dem Ei sowie der Butter, die aber geschmolzen sein sollte, alles zusammen in eine Schale. Und verkneten das Ganze einmal mit den Knethaken, bis daraus dann ein richtig schön bröseliger Teig entstanden ist. So sollte das am Ende ungefähr aussehen. Davon nehmen wir jetzt erstmal ein Viertel beiseite, denn das brauchen wir nachher für die Streusel obendrauf. Und aus dem Rest des Teiges machen wir jetzt unseren Boden des Kuchens. Das Ganze auf einem Backblech, welches wir mit Backpapier ausgelegt haben, einmal verteilen und auf dem Boden andrücken. Dann haben wir eine richtig schöne Grundlage für unseren Streuselkuchen. Im nächsten Schritt kümmern wir uns dann um die Quarkschicht, denn wir machen einen Streuselkuchen mit einer Quarkschicht. Dazu als erstes einfach den Magerquark in eine Schale geben. Dazu kommt dann noch der Zucker. Außerdem eine Packung Vanillepuddingpulver, dem Ei, etwas frisch gepresstem Zitronensaft in eine Schale und wird grob miteinander verrührt, sodass wir am Ende eine richtig schöne Quarkschicht haben. Die geben wir dann jetzt auf unseren Boden und verteilen das Ganze einmal gleichmäßig. Jetzt kommt dann noch das Wichtigste, was bei keinem Streuselkuchen fehlen darf, meiner Meinung, und zwar die Früchte. Ich nehme jetzt hier Mandarinen, du kannst aber natürlich auch im Prinzip alles nehmen, was du möchtest. Pfirsiche oder irgendwelche Beeren, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, je nachdem, was du am liebsten magst. Das Ganze dann auch einmal gleichmäßig auf dem Kuchen verteilen. Und dann fehlen zum Schluss nur noch die ganzen Streuseln. Dafür haben wir am Anfang Teig beiseite gepackt und diesen geben wir jetzt eben wie Streusel einfach einmal oben auf den Kuchen. Und dann kommt das Ganze auch schon in den vorgeheizten Backofen und bleibt dort für 30 bis 35 Minuten drin. Wenn das Ganze fertig ist, nur noch aus dem Backofen holen, einmal abkühlen lassen. Und schon kannst du deinen Streuselkuchen genießen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir doch auch gerne in die Kommentare, wie dir das Rezept geschmeckt hat. Und abonniere auch unbedingt diesen Kanal, damit du auch in Zukunft kein neues, leckeres Rezept mehr verpasst.